Schon wieder müssen wir eine katastrophale Folge des Klimawandels vermelden, die Forschungsteams weltweit schon seit einiger Zeit Kopfzerbrechen bereitet. Es geht um ein Meeresgebiet vor Alaska, in dem sich zwei Wassermassen übereinander stapeln. Und das Schlimme, laut Forschungsteams sind es tickende Zeitbomben, die das Wetter ausgerechnet hier in Deutschland massiv beeinflussen können. Klicks um Science and Fiction, herzlich willkommen. Oben ist dieser Meereswirbel besonders kalt und leicht, unten dagegen warm und salzig. Und Forschungsteams sind sich sicher, dieser merkwürdige Meereswirbel ist eine tickende Zeitbombe. Wenn die Konstellation instabil wird, werden die Wassermassen nicht nur die Arktis dramatisch verändern, sondern auch das Wetter hier bei uns in Deutschland. Konkret geht es um die Beaufortsee, ein Teil des Nordpolarmeeres, das vor Alaska liegt. Hier existiert ein gigantisches Strömungssystem, auch Beaufortwirbel genannt. Er dreht sich vor Alaska im Kreis, und zwar im Uhrzeigersinn. Dieser merkwürdige Meereswirbel besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Wasserkörpern, die sich übereinander stapeln. Die Wassermassen oben sind zum einen sehr leicht und kalt. Es sammelt sich eine Art leichte Wasserlinse und genau die sorgt dafür, dass dort Meereseis lange Zeit im Wirbel festgehalten wird. Über Jahre hinweg, sodass Eis deutlich dicker und stabiler wird als in anderen Regionen. Diese Linse verdeckt die tiefer liegenden Schichten, die salzig und warm sind. Die Folge, die Arktis selbst zeigt sich trocken und kalt, der Nordatlantik dagegen ist warm. Fest steht also, dass die Auswirkungen des Meereswirbels somit auch noch an den europäischen Küsten zu spüren sind. Zudem weiß man auch, dass sich das Verhalten des Strömungssystems meist zuverlässig voraussagen lässt. Seitdem es beobachtet wird, hat sich sein Zyklus etwa alle 5 bis 7 Jahre umgedreht. Dann floss das kalte, leichte Wasser plötzlich in den Nordatlantik. Der Zustrom des warmen Wassers aus dem Golfstrom wird so langsamer und ganz Europa kühlt sich ab. Ihr ahnt es, was parallel mit dem warmen Tiefenwasser passiert. Es steigt auf und macht die Arktis feuchter und wärmer. Doch eine internationale Forschungsgruppe hat jetzt eine spannende Entdeckung gemacht. Demnach sammelt sich unter der Linse aus kaltem, leichtem Wasser eine ungewöhnliche Wärme. Das haben wohl Messungen in der benachbarten Region Tschuktschensee gezeigt. Demnach hat sich der Wärmegehalt der tieferen Wasserschichten in den letzten Jahren sogar verdoppelt. Dieses Meeresgebiet ist sehr flach und wird durch die Sonne stark aufgeheizt, mittlerweile sogar 5-mal so intensiv wie noch vor 30 Jahren. Und das hat Folgen für die Süßwasserkappe der Beaufortsee, denn das warme, salzige Wasser sinkt darunter und pumpt das tiefe Wasser mit Wärmeenergie voll. Und das ist ein wirklich waghalsiges Konstrukt. Nach Angaben des Forschungsteams könnte das im Fall der Fälle zu fatalen Konsequenzen führen. Angenommen, diese zusätzliche Wärme würde an die Oberfläche kommen, könnte das gesamte Meeresgebiet in dieser Region eisfrei bleiben. Und das, könnt ihr euch selbst vorstellen, hätte nicht nur kurzfristige Folgen für die Arktis. Zu diesen neuen Erkenntnissen kommt die Tatsache hinzu, dass sich der Meereswirbel seit fast 15 Jahren seltsam verhält, denn er dreht sich schneller und sammelt dabei mehr salzarmes Wasser an. So gelangt immer mehr Süßwasser in die kalte Blase und so gelten nicht nur die warmen Wassermassen als tickende Zeitbombe, denn das kalte Wasser könnte auch extreme Veränderungen bewirken und zwar einige tausend Kilometer entfernt, nämlich im Nordatlantik. Denn nach Angaben der Fachleute würde dorthin das kalte Wasser der Beaufortsee fließen, wenn sich die Strömung umkehren würde. So war es zumindest in der Vergangenheit. Doch da waren die Wassermengen bei weitem nicht so gewaltig wie heutzutage. Und damit würde auch das Wetter hier bei uns in Europa und eben auch in Deutschland dramatisch kippen. Denn dann wäre Europa wohl jahrelang vom Golfstromsystem abgeschnitten und eben auch von der tropischen Wärme, die das System mit sich bringt. Sehr kalte Winter wären die Folge, das weiß man noch aus den 70er Jahren, durch ein ähnliches Ereignis. Damals war der Salzgehalt im Nordatlantik dramatisch gesunken und hatte für extrem kalte Winter gesorgt. Da war es hier ganz ruhig in Deutschland. Extreme Kälte wie in Sibirien mit minus 20 Grad Celsius legte Deutschland wirklich lahm. Das Fazit der Fachleute also ist erschreckend. Sowohl die aufgeheizten Wassermassen unter der Süßwasserlinse als auch die Wassermassen darüber könnten fatale Auswirkungen haben. Nur, dass andere Regionen im Fadenkreuz dieser Wasserbomben stünden. Das Forschungsteam der aktuellen Studie jedenfalls ist sich sicher, dass der Wirbel früher oder später instabil wird und die Bomben platzen. Denn schließlich gelange die Wärme des tieferen Wassers zwangsläufig irgendwann einmal an die Oberfläche. Der NASA-Wissenschaftler Alec Petty sagt zu den beiden Szenarien: Die Folgen in Europa würden zwar nicht aussehen wie der Katastrophenfilm The Day After Tomorrow, aber Tatsache ist, dass wir es einfach nicht wissen. Ups, so ein krasses Statement hört man selten von einem Wissenschaftler.
Also, wow, mal gucken, was da passiert. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. NASA-Video schockt, arktisches Eis schmilzt rasant. Ja, und wenn ihr kein Video mehr zu diesen und allen anderen Themen verpassen wollt, dann folgt mir auf WhatsApp, dafür hier klicken. Nur da bekommt ihr von mir vor allen anderen das neueste Video, ganz unabhängig von der Abo-Box hier auf YouTube. Ja, und trotzdem natürlich gerne auch ein Abo dalassen und nicht die, genau, die Glocke vergessen. Bis dann. Bleibt dran.